Tagtäglich scheint die Sonne auf unseren Planeten. Sie erwärmt die Erde, die Luft und das Wasser. Und Luft und Wasser werden von Winden und Meeresströmungen unablässig über den ganzen Erdball bewegt. So entsteht auf unserer Erde ein Klima, in dem Pflanzen, Tiere und Menschen leben können. Dieses Wechselspiel zwischen Sonne, Erde, Luft und Wasser erleben wir jeden Tag. Mal regnet es und der Wind weht, mal ist es sonnig und warm und mal schneit es. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, sagen uns Meteorologen voraus. Einer dieser Meteorologen ist Martin Lüttke. Er arbeitet an einer Wetterstation mit vielen Messinstrumenten. Hier liest er jeden Tag ab, wie viele Millimeter Regen gefallen sind. Er notiert sich Lufttemperatur und Luftdruck, beobachtet, wie viele Wolken am Himmel sind und aus welcher Richtung und wie stark der Wind weht. All diese Daten gibt Martin Lüttke in einen Computer ein. Der berechnet dann, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird und erstellt eine Wetterkarte. Diese Informationen gibt der Meteorologe täglich an Fernseh- und Radiosender weiter. Das klingt dann ungefähr so. Momentan Temperaturen um den Gefrierpunkt an der Fischereihafenschleuse in Bremerhaven, in Bremerförde minus 1 Grad. So wie Martin Lüttke werten Meteorologen an tausenden Wetterstationen weltweit täglich viele Wetterdaten aus. Und mit Hilfe dieser Wetterdaten kann man auch das Klima berechnen.